Aber lass uns anfangen im Stream und bitte Aufnahme. Wir gucken heute rein in Firmament. Das ist das neue Rätselspiel von den früheren Myst-Macher. Wer Myst nicht kennt, Myst war lange Zeit, als ich jung war, bekannt dafür, ein Rätselspiel zu sein in schön 3D-animierten Umgeben, beziehungsweise 3D-Panoramas, die für die Zeit ja sehr gut waren. Und man ist dann halt rumgelaufen und hat dann Rätsel gelöst in dieser eher starren Welt. War aber schon recht anspruchsvoll, dass ich als Jugendlicher mich dafür nur interessiert habe. Vor, ich glaube, 2021 kam dann Myst 1 überarbeitet neu raus. Halt komplett neu aufgesetzt von Anfang bis Ende. Und das ist jetzt der Versuch, eine neue Serie dafür zu starten. Also nicht für Myst letztendlich, sondern für Spiele, die in die Richtung geht. Gibt es auch in VR, aber VR scheint zurzeit so ein paar Probleme zu machen. Deshalb sind die Reviews recht ausgeglichen im Moment. Wobei ich glaube, dass das Spiel sonst eigentlich ganz gut ist. Heute ist übrigens Backseat Gaming erlaubt, weil ich glaube, mich wird das ein bisschen überfordern, weil ich diese Art von Spielen nie gespielt habe. Wo man halt nur des Rätselwillens durch die Welt läuft. Das ist nochmal so eine ganz andere Art zu einem normalen Adventure, wo die Rätsel ja immer relativ logisch sind, obwohl das wird hier auch logisch sein, aber ich glaube, das wird heute mal an meine Grenzen kommen. Es ist für Luschen, die nicht ballern können. So, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ich habe es bis jetzt noch gar nicht gespielt. Ich hoffe, die Performance ist gut. Grafik soll aber wie bei allen von diesen Art der Spielen immer sehr stunning sein. Also schon sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Danke, Nabil, für dein Stufe 1 Sub. Aufgewacht. Awaken. So, here we are. Finally, your first breath, and I have taken my last. But who cares, right? There's so much to be done. I'm dead, but you have so much to learn. I once woke up just as you have. A blank mind, a clean canvas. Confused, yes, but I will teach you, just as I was taught. And so, first lesson, you are a keeper. I was a keeper, we were all keepers. Second lesson. I will lie to you. I learned much later that this is the way to keep the realms. And third lesson, this machine is your adjunct, your tool to learn and to keep the realms. Take it and we will begin. The firmament. Okay. It is remarkable that we are here. Aber die Mausgeschwindigkeit ein bisschen runtergestellt, weil es mir sehr schnell vorkam. In der Grundeinstellung. Persönliche Wartungsattribut. Einleitung. Als neuer erwachter Bewahrer des Firmament-Mission wurde dir ein persönliches Wartungsattribut zugewiesen, das informell als Attribut bezeichnet werden kann. Das Attribut ist ein Wunder moderner Mechanik und Elektronik. Es erweitert die Fähigkeiten der Bewahrer auf wundersame Art. Deine Aufgabe als Bewahrer würde unter anderen Umständen Schlüssel, Werkzeug und extreme Kraft erfordern, um die verschiedenen Aspekte der Reiche zu betreten und zu kontrollieren. Das Attribut ist sowohl Schlüssel als auch Werkzeug und verstärkt deine Fähigkeiten. Es kann auf zugelassene Areale der Reiche zugreifen und es kontrolliert Ausrüstung und große wie kleine Geräte, die du regelmäßig innerhalb der Reiche verwenden wirst. Sockel. Dein Attribut dient als Schnittstelle zu Sockeln, Empfangskomponenten, mit denen sich das Attribut verbinden kann, um dem Bewahrer Zugang und Kontrolle zu gewähren. Diese Sockel sind in den Reichen allgegenwärtig und obwohl sie einander äußerlich ähneln, bieten sie sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Ein Attribut kann einen Sockel in der Nähe und in der Ferne erreichen, wodurch Kontrolle über eine größere Distanz ermöglicht wird. Ein Kommunikationsstrang gewährleistet permanente Kontrolle und Rückkopplung, wenn das Attribut angedockt ist.
Betrieb, um das Attribut zu verwenden, befestige zunächst den Attributshandschuh an deine Hand. Anschließend kannst du das vordere Element auf den gewünschten Sockel ausrichten und abschießen. Wenn das vordere Element fest angedockt ist, kannst du die Ausrüstung aktivieren und kontrollieren. Die spezifischen Aspekte der Ausrüstung können vom Bewahrer durch einen Sichtschleier am Handschuh betrachtet werden. Wird der Handschuh nach links oder rechts gedreht, werden die entsprechenden Bedienelemente aktiviert. Einige Sockel verfügen über mehr als nur eine Betriebsart. Ihre Steuerung wird durch einen Wechsel auf die zusätzlichen Modi ermöglicht. Augmentation. Zu Beginn verfügen Attribute nur über Grundfähigkeiten. Doch innerhalb ihrer Ausbildung können Bewahrer ihre Attribute mit weiteren Fähigkeiten ausstatten. Diese Augmentationen werden im großen Bogen als Teil der Aufstiegszeremonie verliehen. Distanzfortschritt Kettensockel. Mein Gott. Das Attribut wird, sobald es angedockt ist, eine Anzeige bereitstellen, die spezifische Informationen über die Funktionalität des Sockels enthält. Der Status der Augmentation ist ebenfalls jederzeit auf diese Anzeige abrufbar. Schlusswort. Bitte achte gut auf dein zugewiesenes Attribut. Setze es mit Bedacht ein, um dich und andere nicht zu gefährden. Zukünftige Augmentationen können zusätzliche Fähigkeiten einführen. Dein Mentor kann dir alle weiteren Fragen beantworten. Bewahre Reiche für alle. Ja, alles verstanden. Ach so. Also sowas in der Art wie ein Interaktionshandschuh. Um Sachen zu aktivieren oder zu manipulieren. Majesty and peace of the ice and stone. I didn't emerge from the threshold here as you did. I awoke at this one. My first journey to this realm. Oh, I remember it like it was yesterday. You have small stinging all over. It's normal. And your hearing? Maybe only the alarms. Or your own heartbeat. Now, these effects will cease in time, as your body becomes accustomed to the heat. We will have these problems when we emerge from the threshold. You will live. And that is a good thing. Natürlich ist es eine gute Sache zu leben. Aber wirklich sehr hübsch. Aber das habe ich auch erwartet. The adjunct is making sense to you? If not, no worries. It will soon be as natural as your hand. Keep trying. And this one-sided prose is strange, is it not? I feel like a performer. But this is where we are. Die Brückensteuerung ist blockiert. I had a most wonderful mentor. She taught me all these realms. I will teach you. But then Tilna arrived also. And well, he first taught me beyond these realms. I will teach you that as well. Sag mir lieber, wenn ich die Brückensteuerung repariere. Ich glaube, ich muss die Grund-FPS auf 60 unterstellen. Ich habe das Gefühl, es gibt ganz leichtes Tearing.
Was ja nicht schlimm ist, 60 FPS ist ja okay. Weil ich nehme ja auch das Video in 60 FPS auf. So, Brückensteuerung. Umsehen. Geil, oder? Erstes Rätsel und ich bin schon irritiert. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Benutzt die Leiter. Leiter? Soll ich auch einfach hier rüber hüpfen? Gibt es überhaupt Hüpfen? Ach, neben der Brückensteuerung gibt es eine Leiter. Die Leiter. Ja, sag das doch. So, this realm is the source of our water. And you will learn what must be done by doing all that we did. And I will help, but I will not hold your hand. It's better to learn by contemplating, failing, hopefully understanding. We thought we understood. Moment, gab's da unten nicht so komische Eiswürfel? Ich brauche ja davon gleich ein. Die Möglichkeit, dieses Klettern zu überspringen. Ich habe es aber jetzt mal eben drin gelassen. Ich denke mal, der Eiswürfel muss als Brücke irgendwie fungieren. Du.
Guck mal, so dumm bin ich gar nicht. Das mit dem Eiswürfel habe ich wenigstens sofort gewusst. Da kann man die Brücke absenken, beziehungsweise hier hochheben, dann hast du die Brücke auch aufgebaut. Juhu! Ich habe eine Brücke erzeugt. Wieder aufgerichtet. Isn't it breathtaking? The arches of the firmaments. So inspiring and reassuring. And this. This pile will convey you to this one. And I want to leave with my comrades. Go when you like, you can return here. Ach, die wird mich wahrscheinlich eine der Welten bringen. You will not be able to witness the wonder of the other realms, but you will transit to this one first. Der Schwan. Welcome to the Swan, where we gathered, talked, sang, learned, eat, laughed, shared. My memories of this place, so vivid, so wonderful, so peaceful, till it was shattered. Lies are controlling, but comforting. Das ist der Ort der Ruhe. Die Firma nennt Cafeteria. The only difference between a heresy and the truth is time. I wonder, do you agree? Time heals all wounds. I recently learned of that saying. Seems like a atonalization. When the wounds of the seed are so fresh. I recently learned of that word. But indeed, time in the threshold. Namen anderer Bewahrer wahrscheinlich. Not mixed emotions I have about that. This is the threshold. Where we cross from wake to sleep. From sleep to wake. Put them all to sleep. It was very difficult. Ich glaube, von hier kann ich einfach nur weiterreisen, oder? Ah nee, da oben. Oh, they prepared us well. They gave us everything we needed. They gave us life, hope and purpose and answers. They gave us a name, the Keepers. Regardless, there are more important things. You must begin to prepare for the assembly. You must do things that have never been done before. You must do things that I can only imagine and have even imagined for little of my life. Ach, ein Buch. I only wish I could see it. Awaken the embrace. Ach so, das ist das, was wir schon gelesen haben. Ich gehe jetzt einfach mal in die grüne Kapsel.
is me, magically bridging the gap to its distant realms. Dieser Nebel, damit wir reden, erinnert mich immer an die Wolke aus Futurama, wo Bender Gott trifft. Oder bei Rick and Morty, wo die die Wolke befreien, die die Menschheit vernichten will, weil organisches Leben scheiße ist. Okay, wir sind doch in einer ganz anderen Welt jetzt. St. Andrew Grant's Entrance. Ja, wenn VR besser funktionieren würde, glaube ich, dass das Spiel ganz schön scheppern könnte in VR. Weil es halt viel gibt zum Gucken. But such is life and learning. Problems and solutions. I think I have solved this final problem. Koppeln, entkoppeln. Dann ich brauche hierfür zwei. Guten Abend, Papa im Chat. Weil es gibt ja später so ein Attribut, dass du wohl mit dem Attribut koppeln kannst, also zwei auf einmal anklicken kannst. Da kann sein, dass grüne Welt vielleicht die falsche Welt ist, wo ich zuerst hingehe, gerade. Du kannst halt nur den Anfang sehen. Oh. Weil mir einfach noch die Fähigkeit fehlt, um hier überhaupt weiterzukommen. Ich muss in die Schneewelt zurück. Da ging es ja auch weiter. Die Kuppel sollte mir nur den Schwan zeigen, beziehungsweise das Permanent der Weltenkonstruktion. We were awakened. We were not allowed. Guten Abend, Ida. Witz ist übrigens, dass der auf die RPG-Steuerung, also beziehungsweise RGB-Steuerung von meiner Tastatur und Maus zugreift und beim Teleportieren flackert die. So, ich hoffe mal, ist das dann die richtige Welt. Ich denke mal, rot wird dann irgendeine Art Feuerwelt sein oder ein Vulkan. Das empfand ich jetzt einfach als logisch.
den Eiswürfel mal komplett an. Ach so. Das ist eine Plattform. Weil entweder hätte jetzt mit dem Eiswürfel irgendwas sein können, dass ich auf den Eiswürfel runter muss, oder diese Plattform lässt sich weiterfahren, damit du an dem Tor vorbeikommst. Das waren die einzigen beiden logischen Schlussfolgerungen, wo ich jetzt dran gedacht hätte. Also das Problem ist, der Eisblock, den ich dran habe. Wenn ich hier drauf bin, kann ich nur mit dem fahren. Also erstmal ein Stück zurück nochmal. Absenken. Jetzt muss ich daran vorbeikommen. Voll KUK! Zu weit gefahren. Doch nicht. Es wird natürlich keine Laserwaffen im Spiel geben, weil es keine Kämpfe im Spiel gibt. Okay, wenn ich hier nicht weiterfahre. Muss es halt vorher was geben, wo ich rein kann.
Es ist ein reines Rätselspiel, genauso wie die Myst-Spiele früher waren. I am sorry for this state of disrepair. I performed all the duties of all the keepers for so many years. Ich habe erst Titty verstanden, aber es geht nicht um Titty. Except for my loyal adjunct. Your adjunct requires the augmentation in each arch. Find your way to all of them. Oh, was? Das ist schon richtig. Habe es leider vor 20 Minuten durchgespielt. Leider nicht, weil es schlecht war, im Gegenteil, sondern weil ich jetzt nichts mehr davon habe. Nein, nicht absenken. Denk mal, ich muss den nach vorne, damit ich den Eisblock da habe, um an die andere Schaltfläche zu kommen. Dass die Anzeige da richtig ist. Ich denke mal, für Rätselfreunde ist das auch immer was, aber ich habe ja die Myst-Spiele damals nicht gespielt. Auch nicht das Remake, weil das war mir als Jugendlicher damals dann doch etwas zu dröge, nur Rätseln. Heute bin ich natürlich etwas, wie soll man sagen, gesetzter. Da knubbelt man halt schon lieber. Oder geht solchen Logikrätseln nach? Ja. Schachtöffnung. Ich mag immer noch wilde Spiele. Hallo, wir haben Starship Troopers die Tage gespielt. Aber ich weiß, dass ich Myst früher anhatte und es war halt einfach sehr schön. Verwende geeignete Ausrüstung für das Betreten des Eisblocks. Ach, pass mal auf, ich muss den Eisblock mitnehmen. Unterer Schacht geschlossen, oberer Schacht offen. Alles wahrscheinlich nur, weil irgendwo einer einen Cocktail trinken will. Und dafür braucht er Crushed Ice. Wäre geil, am Ende einfach so ein Whiskyglas und da fällt dann so ein kleiner Eiskrübel rein. Und wir haben vorher so einen riesen Block dahin transportiert. I wish I could speak to you. Do you know who you are? What your story is? Your story is you.
Aber sieht halt schon cool aus. Ja, ich sammle alle Sachen für einen Cocktail. Ich finde, das macht aus einziges Sinn. Unsere Aufgabe ist unsere Bestimmung. For my whole life and never wonder what was below. Because a box of the story we were told comforted and constrained us. The spire is important. You will return here to completely awaken the embrace. Man muss sich auch wieder erstmal dran gewöhnen, dass halt einfach es keine wirklichen Informationen gibt, ne? Wo du jetzt gerade als nächstes ran musst. Das ist halt, man wird ja in Spielen so viel geführt eigentlich. Weil sind die Lampenindikator dafür. Wir sorgen für die Welt, wir sorgen für das Aus, für die Ausrüst, wir sorgen füreinander, wir sorgen für die Aufgabe. Wir bewahren die Dinge, wir bewahren die Reinlichkeit, wir bewahren die Ordnung, wir bewahren alles, wie es war. Wir messen unsere Umgebung, wir erhalten unseren Zweck, wir erfüllen unsere Aufgaben, wir bewahren die Dinge, wie sie bewahrt werden sollten. Ach so, das ist das Schnellreisesystem. Ausrüstung. Ja, ist halt. Ist halt schwierig. Ich denke, ich habe jetzt einen Schnellreisepunkt freigeschaltet. Halte das permanent. Vigil is what divides ice from liquid, liquid from steam, steam from ice. The environment can change it. Jenna made me realize that this applies to living things as well as water. I have been changed. Ja, Eistransport ist bereit. Oberer und unterer Schacht ist offen. Ich denke mal, jetzt muss ich nach oben wieder reisen und muss da den anschubsen, oder? Beziehungsweise muss den runterfallen lassen.
namens Sein Cyclone. Guten Abend, Magnum. Rennbewahrer. Eisabwurf von 3, 2, 1. Natürlich auch die Transitkugel wieder nehmen können. Da müsst ihr jetzt nicht auf sie warten. Menschen können so coole Sachen bauen. Theoretisch. Was bauen wir? Wusste die aussehen wie Scheiße. Den keiner mitfahren will. Dem Schnellreisesystem wäre vielleicht besser gewesen. Tuk, tuk. Ich muss mehrere Eiswürfel holen, weil dann raste ich aus. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, Sunloss, aber vielleicht hat mich auch jemand einfach nur missverstanden.
Da oben ist auf jeden Fall eine Plattform zum Bewegen. Aber was hat mir der Eiswürfel gebracht? We measure. Vor allem streamst ja doch nur noch auf Twitch. Ich glaube, ich habe seit 3 Jahren nicht auf keiner anderen Plattform gestreamt als auf Twitch. Was super merkwürdig ist, wenn das im Chat geschrieben wird, weil es überhaupt keinen Bezug hat zu irgendwas. Müsste gucken, von wann der Partnervertrag ist. Da kann ich das sogar ganz genau sagen. Weil seitdem darf ich ja auch nicht. Nee, das war nicht letztes Jahr. Ach so. Ich habe einmal auf YouTube sowas gestreamt. Ja, Star Wars. Weil Lego wollte nicht... Beziehungsweise die Entwickler von Star Wars, also Lego Star Wars, wollten, dass komischerweise nicht da auf Twitch gestreamt wird. So eine ganz komische Nummer. Ich weiß nicht warum, sie haben es auch nicht erläutert, aber Kunde ist König. So in etwa. Und deshalb musste ich einmal auf YouTube nochmal streamen. Und YouTube-Streaming ist auch eine gute Nummer. Ohne Scheiß, das Einzige, woran ich jetzt gerade die ganze Zeit denke, ist, noch einen Eiswürfel zu holen. Aber das macht... Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das solche... Dass die Entwickler meinen, du solltest mehr als einen Eiswürfel holen. Irgendwo muss ich die Maschine aktivieren können. Bestimmt jetzt die Cola zum Eiswürfel. Richtig, ich trinke keine Cola mehr. Ich habe keine Cola zu Hause. Das Tor geschlossen. Weil der Eiswürfel liegt halt einfach oben in der Maschine jetzt drin. Habe ich mich befürchtet. Das ist die Konsole, wo was an der Wand steht. Das ist das Schnellreisesystem.
an sich durch den Schacht, der das Eis genommen hat. Der Schacht war, glaube ich, von oben dann geschlossen. Direkt wieder, weil der öffnet sich ja nur, wenn ein Eisblock da drüber stand. Beziehungsweise bereit ist zum Abwurf. Mein Gott. We test. Wir testen. Moment, oben und unten ist geöffnet. Unterer Schacht geschlossen, oberer Schacht geschlossen. Und bis nach da drüben kann ich nicht schießen mit dem Ding. Obwohl, Moment. Naja, falls das gewollt wäre, wäre es sehr ungenau. Also an der Tür würde man über diesen komischen Kran theoretisch kommen. Der endet da vorne. Da sind Leitern, die sind aber nicht runtergefahren. Nee, das andere. Die Tür wird von der anderen Seite geöffnet. Und die Tür da vorne, die wahrscheinlich zu dieser Brücke hier führt, wird auch von der anderen Seite geöffnet. Ich glaube, ich kann mit der Transitkapsel nicht durch, weil das Ding da vereist ist. Das würde dann wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen, wenn die Produktion hier anläuft. Also ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas mit einer anderen Sache drücken kann. Drei Eiswürfel besorgen, damit der andere rausfällt. Ich habe auch zwischendurch dran gedacht, einfach einen weiteren zu besorgen. Wo ich mir aber einfach denke, das wird doch keine... das wird doch kein Entwickler den Spieler antun, oder? Ich bin das Eisfeld abgelaufen. Okay, er wird mich nur zur Klippe zurückbringen. Aber nicht in den, das wollte ich mich gucken, zum Schwan zurück, zum Swan.
Weil das hätte ich mir auch noch vorstellen können, dass du zum Zorn zurückkehrst und dann von da aus vielleicht in eine andere Welt musst und da weitermachst, aber das macht ja auch irgendwo keinen Sinn, ne? Aber mir wird der nicht rausfallen, weil ich denke mal, der Eiswürfel wird gerade durchlaufen. We care for our comrades. Gucken wir einfach nochmal vorne auf das Haupteisfeld. Weil die Tür wird von der anderen Seite geöffnet. Kann man auch nur gucken. Also was übersehe ich? Ach so, die Lampe gibt so ein Geräusch ab. Der Typ, der vorhin kam und gemeint hat, das schon durchgespielt, der bleibt auch ruhig. Ich will nicht spoilern. Du könntest sagen, ob ich wirklich einen dritten Eiswürfel brauche. Das wäre alles, was ich wissen will. Und wenn du sagst, nein, ich brauche keinen dritten Eiswürfel, dann kann ich mir ganz viel Zeit sparen. Das würde ich auch nicht als Spoilern sehen. Das, wozu geraten bist, Schutzkleidung zu tragen. Ach, da muss ich jetzt auch noch... Moment, ich habe keine Schutzkleidung gefunden. Okay.
Da wäre das Einzige, was ich noch machen kann, einfach da durchhüpfen. Aber man kann ja gar nicht hüpfen im Spiel. Ach. Ja, alles klar. Nee, das ist mir jetzt schon klar. Das ist auch das, was ich schon verstanden habe, was du andeuten wolltest. Danke, Saruland, für den Stufe 3 Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe ihn vorhin. Das Problem ist, das ist eigentlich schon eine logische Geschichte. Nur das war natürlich nicht so ersichtlich, weil ich den ja unten an den Schacht gestellt habe. Jetzt hänge ich ja oben am Schacht. Ah ne, stimmt gar nicht. Nee, ich weiß gar nicht, warum ich das vorher nicht gemacht habe. Mich da draufstellen, wenn der durchgeschmissen wird. Aktion verbieten, Handschuhe benutzen. Sagen, wir nehmen ganz schnelle Laufwege in Kauf. Kein Wunder, dass man das Klettern von Leitern beschleunigen kann. Ja, doch, durch den Schacht. Aber ich werde gleich die Schnellreise benutzen, von unten nach oben. Ich glaube, das ist einfach schneller, als wenn du den Transit benutzt. Ich muss mich selbst in Schutz nehmen, weil
ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass du irgendwo drauf gehen musst, um dich irgendwo durchzuschleudern, weil ich einfach eher so gedacht habe, okay, es ist halt ein bisschen entspannter. Da denkt man nicht, dass man sich durch einen Fabrikschacht schleudern muss mit einem Eiswürfel. Aber sind Myst-ähnliche Games nicht eh immer, wenn man's weiß, dann ist es ganz einfach. Wie viele Prüfungen lernen? Ich muss dranbleiben. Wie irritiert das Geräusch mich? Ich glaube, es sollte den Windzug